Frau Dr. Berndt, wir sind hier beim 40. San Antonio Breast Cancer Symposium 2017 und Sie hatten ein sehr interessantes Poster, in dem Sie untersucht haben, was ist das Gute am Schlechten? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, also bisher war die wissenschaftliche Betrachtung der psychischen Auswirkungen bei Brustkrebs oft sehr negativ fokussiert. Das auch zu Recht, weil viele Patienten ja auch unter Angst und Depressionen leiden, unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber wer viel Erfahrung mit Patienten hat, stellt auch fest, dass einige der Patienten auch über positive Auswirkungen der Erkrankung berichten. Und dieses Konstrukt von Tedeschi und Calhoun ist durchaus bekannt, dass Menschen, die ein Trauma in ihrem Leben erleben, nicht nur ängstlich und depressiv werden, sondern dass manche Menschen das auch als Entwicklungsanregung betrachten. Und Tedeschi und Calhoun haben 5 Dimensionen der posttraumatischen Reifung definiert. Zum Beispiel gehört eine dazu, Verbesserung der Beziehung zu anderen Menschen, Entdecken neuer Möglichkeiten, Religiosität und andere auch. Und wir wollten wissen, welche Faktoren beeinflussen das. Es gab also einige Untersuchungen, die gezeigt haben, dass bei Brustkrebspatienten höhere Reifungswerte als bei nicht-onkologischen Patienten vorliegen, die kein Trauma hatten, also diesen Reifungsimpuls nicht. Und wir haben geschaut, ob relativ stabile Persönlichkeitsvariablen wie Optimismus, Resilienz, Selbstwirksamkeit und positive Emotionen einen Einfluss darauf haben. Und wir haben festgestellt, dass Optimismus und positive Emotionen einen Einfluss auf die Reifung hatte. Wir haben den Datensatz dann nochmal angeschaut, wie viele unserer 80 Patienten, die wir zu 2 Messzeitpunkten untersucht haben, hatten positive Werte und welche hatten negative. 2/3 haben also so eine Reifung erlebt und 1/3 hatte negative Werte. Bei denen hat es also nicht so funktioniert. Und dann haben wir nochmal angeschaut, was war bei denen anders. Und bei denen war Folgendes anders. Die hatten keinen Rückgang von Angst und Depressivität. Und diese persönlichen Einflussfaktoren sind vom 1. zum 2. Messzeitpunkt, haben die abgenommen. Was bedeutet das jetzt wirklich für Patientinnen? Weil ich meine, erzwingen kann man das ja wahrscheinlich nicht, dass man... Keinesfalls. Und es soll auch nicht so verstanden werden, dass Patienten jetzt noch so eine Aufgabe obendrauf gehuckt kriegen, dass sie nicht nur den Krebs jetzt besiegen sollen, nur müssen sie auch noch reifen. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Aber ich merke, dass viele Patienten positiv darauf reagieren, wenn man sagt, man darf da traurig sein. Das ist völlig in Ordnung. Und es ist ein schwerer Kampf. Aber es kann durchaus auch sein, dass dieser Kampf einem auch persönlich was bringt. Also in meiner langjährigen Erfahrung mit den Patientinnen zeigt sich immer wieder, dass Patientinnen, wenn sie durch die akute Therapie durch sind, sagen wir mal so den Wunsch entwickeln, nochmal was anderes zu tun, beruflich oder sich irgendwie zu verändern. Geht das damit einher? Genau, das ist eine der 5 Dimensionen, die Tedeschi und Calhoun definiert haben, dieses Entdecken neuer Möglichkeiten. Ja. Ich meine, klar ist, keiner braucht die Erkrankung als solches. Also jetzt heißt jetzt nicht, weil für einige oder so doch 2/3 der Patienten da auch positive Aspekte entstehen, dass sagen wir mal, die Erkrankung als solches, sagen wir mal, überwiegt. Mhm. Aber wenn es denn schon so ist, ist es eben super oder sehr schön jetzt zu erfahren, dass eben bei so vielen Patientinnen neben der Erkrankung und allem, was damit verbunden ist, auch einige positive Aspekte kommen. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie das untersucht haben. Ich finde das ganz toll. Ich finde das auch sehr wichtig, weil auch, dass Sie sagen, dass man es nicht erzwingen kann, weil ich glaube, für die meisten ist es so, dieses, du musst jetzt positiv denken, wenn das einem netterweise gesagt wird, gutmeinend, was ja einen Druck ausübt auf einen. Denn wenn es mir gerade schlecht geht, geht das nicht. Sehen Sie genau, das auch so? Natürlich, auf jeden Fall. Na, aber kann man denn Patientinnen unterstützen auf diesem Weg oder können die das auch alleine? Das ist das Ziel gewesen der Studie, zu gucken, woran hängt das und gibt es möglicherweise psycho-onkologische Interventionen, die das auch mit anregen können. Dazu gab es bisher eine einzige Längsschnittstudie, die geguckt hat, inwieweit eine Gruppenintervention auch posttraumatische Reifung unterstützen kann, die positiv ausging. Und ich denke, auf dem Gebiet gilt es noch einiges zu erforschen. Können Sie uns vielleicht so ein paar Stichworte sagen, die unterstützend da von psycho-onkologischer Seite
getan werden können? Also ich denke, ganz wichtig ist erstmal, dass das Trauma auch anerkannt wird. Also dass man nicht zu schnell auf diese Reifungsgedanken kommt, sondern dass man anerkennt, dass es für die Patienten eine schlimme Nachricht ist, dass sie erstmal in Traurigkeit verfallen, dass sie erstmal ihren eigenen Weg suchen müssen. Das ist auf jeden Fall erstmal anzuerkennen. Aber ich erlebe immer wieder, dass Patienten viel mehr Ressourcen haben, als sie zunächst wahrnehmen. Und nach diesen Ressourcen zu gucken und die zu entwickeln, finde ich ein sehr lohnendes Ziel. Wieder eine Bestätigung, dass Psychoonkologie nichts damit zu tun hat, dass man es jetzt am Kopf hat, nein, wie so viele meinen, sondern dass es wirklich einem für das weitere Leben ein Wegbegleiter, Weghilfe. Der Kopf ist eine wichtige Ressource. Genau. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Super. War doch.